Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige in diesem Video, wie man unter Excel durch Anklicken auf eine bestimmte Zelle sämtliche Werte, die den gleichen Wert haben wie die angeklickte Zelle, farbig unterlegen kann. Gleichzeitig wird hier die Anzahl des angeklickten Vornamens ausgewertet. Also in diesem Fall Katharina kommt 7-mal in diesem Datenfeld vor. Wir sehen hier zunächst die Tabelle ohne jede Funktion. Wenn ich hier auf eine Zelle klicke, passiert schlicht und einfach nichts Besonderes. Im ersten Schritt muss nun folgender Befehl ausgeführt werden, nämlich die aktive Zelle Active Cell Copy muss kopiert werden an das Ziel Destination Range B5, also in diese Zelle möchte ich das hineinkopieren. Das heißt, wenn dieser Befehl ausgeführt wird, wird der Inhalt der aktiven Zelle an die Stelle B5 kopiert. Das soll immer dann geschehen, wenn ich eine andere Zelle anwähle. Um diesen Befehl immer dann ausführen zu lassen, muss VBA eingesetzt werden, also ich muss das Ganze programmieren. Für die Programmierung muss ich hier auf Entwicklertools gehen. Falls Sie die bei sich nicht sehen können, schauen Sie sich bitte das entsprechende Video von mir an, in dem ich zeige, wie Sie Entwicklertools hier einblenden können. Entwicklertools, Code anzeigen. Dann muss ich hier Worksheet anwählen, damit ich mich auf meinem Arbeitsblatt befinde. Und ich kann nun an dieser Stelle sehr viele verschiedene Ereignisse anwählen. Mich interessiert hier nur das Selection Change Ereignis, also das Ereignis, das eintritt, wenn ich eine andere Zelle anwähle. Das bedeutet letztlich, dass immer dann, wenn ich eine andere Zelle anwähle, der Programmcode ausgeführt wird, der sich in diesem Makro befindet. Ich füge nun den Befehl, den ich vorne gezeigt habe, hier ein. Kann nun die Entwicklungsumgebung wieder verlassen. Der Programmcode funktioniert jetzt schon. Und in dem Moment, wo ich nun auf eine Zelle klicke, wird der Inhalt dieser Zelle an die Stelle B5 kopiert. Im nächsten Schritt möchte ich dafür sorgen, dass alle Zellen farbig unterlegt werden. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben den Inhalt der angeklickten Zelle. Dazu wähle ich den Datenbereich, in dem ich die bedingte Formatierung einsetzen möchte. Gehe auf bedingte Formatierung, auf neue Regel, auf nur Zellen formatieren, die enthalten. Zellwert ist gleich. Jetzt gehe ich hier in diese Zelle und klicke nun die Zelle an, in der der gesuchte Wert steht, also die Kopie davon. Lege ein Format fest, in diesem Fall ein helles Gelb. Okay. Okay. Und schon funktioniert das Makro so, dass tatsächlich alle Zellen farbig unterlegt werden, deren Inhalt dem der angeklickten Zelle entspricht. Das funktioniert nicht mehr hier, denn ich habe als Datenbereich nur diesen Bereich angewählt. Ich möchte zusätzlich noch die Anzahl des entsprechenden Namens an dieser Stelle auswerten. Das geht mit Standardfunktion von Excel. Ich klicke in diese Zelle, wähle die Funktion mit Gleichheitszeichen, zählen, wenn, die wird mir hier schon angeboten, Doppelklick. Bestimme den Datenbereich, aus dem ich auswerten möchte, Semikolon, und klicke nun wieder auf die Zelle, deren Inhalt ausgewertet werden soll. Klammer zu, gleich. Und schon kann ich einfach ermitteln, in welchen Zellen der Vorname Katharina angeordnet ist und wie oft er vorkommt. Ja, das war es auch schon zu dieser Funktion. Sicher sollte man hier erwähnen, dass diese Datei nun als Datei, die Makros enthält, abgespeichert werden muss.
als XLSX-Datei muss sie abgespeichert werden. Ich kann sie nicht mehr als Standarddatei abspeichern, da in Standarddateien alle Makros gelöscht werden. Unter Umständen kann das dazu führen, dass Sie auf bestimmten Rechnern, zum Beispiel in Ihrem Betrieb oder in Verwaltung, diese Datei so nicht ausführen dürfen. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie können die Technik umsetzen. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch und natürlich noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.